Ich grüße euch Outriders und willkommen zu einem neuen Outriders Video. Heute dreht sich alles um den Technomanten-Mod Zwilling und dessen Bild. Mit diesem Mod könnt ihr quasi drei Türme auf einmal nutzen und ich muss sagen, dass ich enorm viel Spaß momentan mit diesem Bild habe. Ihr seid fast unzerstörbar, da die Türme euch ständig hochheilen und ihr nebenbei auch ordentlich durch eure etlichen Statuseffekte Damage verteilt. Es sei aber gesagt, dass dieser Bild nur mit anderen auf R14 und R15 möglich ist, sofern ihr natürlich auf Gold wollt. Ich habe es mal alleine versucht, es ist enorm schwer. R14 habe ich gerade mal so Gold geschafft, da habe ich Front gespielt und ihr braucht definitiv quasi eine Expedition, wo sehr viele Elite-Gegner sind. Dann bekommt ihr quasi einen Bonus auf eure Anomaliestärke und habt es dann halt ein bisschen leichter. Aber Solo auf Gold ist echt schwitzig. Aber bevor wir starten, habe ich noch ein ganz kleines Anliegen. Solltest du neu auf diesem Kanal sein und auf RPG und Loot-Shooter stehen, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal komplett kostenlos abonnieren würdest. Und vergiss bitte nicht dabei, die Glocke zu aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Das würde mir und diesem Kanal extrem helfen. So, ich würde dann mal sagen, wir starten mal direkt mit dem Tower Build. Als Fähigkeiten nutzen wir eine Verfall- und zwei Gadget-Fähigkeiten. Einmal das Pestgeschütz, den Kälteeinbruch und das Gefriergeschütz. Bei den Klassenfähigkeiten habe ich hier den Tech-Schamanen gewählt. In der Mitte sind wir ganz viel auf Leben gegangen. Quasi, wie ihr schon sehen könnt, viel auf Tank. Dann haben wir hier noch einmal Gift ein bisschen mit reingenommen. Hier haben wir Eis, hier haben wir wieder extra Schaden-Eis. Hier haben wir wieder ein bisschen mehr Schaden-Eis. Hier ausmerzen Gegner mit weniger als 30% Leben erleiden quasi 20% mehr Schaden. Dann wieder ein bisschen Anomalie-Power. Und hier habe ich die Adrenalin-Antenne, denn das Aktivieren einer Zerfallfähigkeit erhöht die Anomaliekraft für dich und deine Verbündeten jeweils 10 Sekunden um 30%. Den Rest versuche ich jetzt mal nicht zu erklären. Ich möchte jetzt ungern alles in die Länge ziehen. Und jetzt kommen wir zum Herzstück des Builds. Fangen wir mal mit den Waffen an. Und zwar habe ich hier die Wucherung. Auf der Wucherung unter anderem ultimative Verbrennungskugel, denn Schüsse verursachen Verbrennungseffekt bei Gegnern. Und den ultimativen Knochensplitter auf Stufe 3. Allerdings hat er hier einen Anzeigebug. Ich blende euch mal das Original ein. Auf Deutsch: kritische Schüsse jagen die Gebeine des Gegners in die Luft. Die Knochensplitter verursachen bei Gegnern im Umkreis von 5 Metern Blutung und fügen ihnen, jetzt seht ihr den Screen, 163.901 Schaden zu. Warum habe ich jetzt ausgerechnet diese Waffe? Aus dem Grund, weil wir spielen diesen Bild komplett mit Statuseffekten. Sprich, wir haben einen Statuseffekt mit Verbrennung, dann haben wir einen mit Blutung, einen mit Frost und einen mit Gift. Wie ihr zum Beispiel jetzt in der Anleitung ungefähr sehen könnt, bei Verbrennung steht unter anderem, fügt 6 Sekunden lang alle 0,5 Sekunden lang Schaden in Höhe von 3,7% deiner Anomaliekraft zu. Blutung, nochmal extra Schaden, 2,5% deiner Anomaliekraft und Gift durch den Türmen, 3,5% deiner Anomaliekraft. Wie ihr seht, wir nutzen quasi jeden Statuseffekt, um jeden einzelnen Schaden rauszuhauen. Als Zweitwaffe gibt es das Todesschild. Damit könnt ihr quasi Last hitten. Was ich damit meine, erzähle ich euch gleich. Automatisch ist schon drauf die Festung. Denn du erhältst bis zu 43% deiner Rüstung als Schadensbonus. Und reingemacht habe ich den Schattenkometen. Schüsse lassen einen Meteoriten vom Himmel stürzen, der Gegner in einem Radius von 3,5 Metern 210.000 Schaden zufügt. Allerdings 3 Sekunden Abklingzeit, aber ist auch ganz cool. Ihr müsst eigentlich immer so spielen. Ihr hittet die Gegner erstmal vernünftig an, damit sie schon mal Verbrennung kriegen. Versucht auf den Kopf zu zielen, zwecks Kritschuss, damit sie Blutung kriegen. Vorher habt ihr schon ein paar Türme geworfen, damit der Gegner Eis kriegt. Und wenn ihr seht, alles klar, Leben geht runter, macht er schnell den Kälteeinbruch,
Und dann schießt ihr quasi den Gegner platt. Den Kälteeinbruch deswegen, weil auf den Helm der Dreier-Mod drauf ist. Gegner, die getötet werden, während sie durch diese Fähigkeit eingefroren sind, explodieren und verursachen in einem Radius von 5 Metern 252.000 Schaden. Ist quasi zu vergleichen mit Knochensplitter. Bei Knochensplitter ist es auch so, bei Knochensplitter 2 zumindest. Sobald ihr einen tötet, dann fallen die Gebeine durch die Gegend und machen dann quasi auch nochmal Zusatzschaden. Das ist dann quasi ein Knochensplitter-Ersatz. Und wenn ihr hier quasi mit der Waffe Crit-Schüsse macht, dann werden die Gegner auch nochmal getroffen. Mehrere Gegner. Also Schaden, Schaden, Schaden. Hier gibt es nur Schaden. Also richtig nice das Ding. Bei den Helmen habe ich den Schädel einer vergessenen Kreatur genommen. Was unter anderem auch wichtig ist, bei allen anderen, ihr braucht Anomaliekraft, Statuskraft. Warum Statuskraft? Aus dem Grund, weil je mehr Statuskraft ihr habt, desto mehr Schaden machen quasi eure Verbrennungen, eure Blutungen, euer Frost, euer Gift. Deswegen Anomaliekraft, Statuskraft solltet ihr schon haben. Wie gesagt, bei dem Helm ist schon drin die Machtassimulation, denn du erhältst für jeden Elite-Gegner auf dem Schlachtfeld einen Bonus von 11.000 auf deine Anomaliekraft. Deswegen sucht euch Expeditionen aus, wo immer sehr viele Elite-Gegner sind. Dementsprechend kriegt ihr auch immer einen Bonus auf eure Anomaliekraft. Reingemacht habe ich hier den Eiszapfenhagel, habe ich gerade schon erklärt. Bei der Rüstung ist schon drin der Hagelschuss, denn erhöhe den Schaden des Geschützes auf der Grundlage deiner Statuskraft. Deswegen ballert überall Statuskraft rein. Dann ist da noch der Kettenjäger drin, 25% mehr Schaden gegen Elite-Gegner. Hier habe ich drin einmal Zertrümmung. Du fügst Gegnern, die von Frost betroffen sind, 25% mehr Schaden zu. Und das gleiche nochmal mit Frostschub, 15% mehr Schaden, die von Frost betroffen sind. Und da haben wir den schönen Mod. Meine Fresse, habe ich lange dafür gefarmt. Und zwar der Zwilling. Der Zwilling war auf dem Helm des Monarchen drauf. Mit denen könnt ihr quasi ein weiteres Geschütz nutzen. Als zweiten Mod ist drin Kugelanzündung. Du fügst Gegnern, die von Verbrennung betroffen sind, 20% mehr Schaden zu. Hier habt ihr ja automatisch bei jedem Schuss Verbrennung. Und hier dieser Mod sorgt noch dafür, dass ihr quasi nochmal 20% mehr Schaden zufügt. Bei den Schuhen habe ich Euthasie und Rostkur für Gift. Wie ihr seht, hier gibt es Gift, hier gibt es Frost, hier gibt es Blutung, hier gibt es Verbrennung. Das knallt enorm. Also, ich spiele jetzt schon über 250 Spielstunden nur mit und Technomanten. Und ich muss wirklich sagen, dieser Bild macht mir persönlich enorm viel Spaß. Denn du stehst nicht mehr doof rum und wirfst ab und zu mal ein Türmchen und aktivierst dann quasi dein Gift und schießt. Bei diesem Bild bist du voll unter Action. Türme werfen, erst mit der Waffe schießen, dann wieder mit der Waffe schießen, hin und her rollen und schlag mich tot. Ey, das macht so einen Riesenspaß. Und quasi eure Türme heilen euch ständig. Ihr seid quasi fast unbesiegbar. Und das ist so dermaßen geil irgendwie. Aber ich muss dazu natürlich sagen, es ist nicht ein Max-Damage-Bild. Um Gottes Willen, denn wir sind uns alle einig, der Pesthauch ist halt der beste Damage-Output-Bild, den der Technomant hat. Aber ich muss wirklich sagen, der Tech-Schaman mit den drei Türmen ist eine Riesenabwechslung. Wie gesagt, es macht enorm Spaß. Ihr könnt euch das ganze Gameplay jetzt mal gleich anschauen, wie ich den ungefähr gespielt habe und wie das so mit dem Damage aussieht. Und ja, sollte euch das Ganze gefallen haben, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt mal in den Kommentaren, was ihr momentan spielt. Welchen Bild spielt ihr, beziehungsweise welchen Charakter? So, und ich würde erstmal sagen, ich bin dann erstmal wieder raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem Gameplay. Freigeist TV ist raus. Ciao, ciao.